Hallo, herzlich willkommen bei Michis Schulfernsehen. Weil ja jetzt bald die Osterferien beginnen, möchte ich heute mit euch einen Osterhasen basteln. Das geht ganz einfach. Ich habe schon einen vorbereitet, damit ihr es seht. Man braucht unbedingt einen dicken schwarzen Stift. Uhu. Und wenn möglich buntes Papier. Ganz wichtig ist, dass man bei dieser Arbeit keine Schere braucht. Man muss nichts mit einer Schere schneiden, sondern man reißt das Papier nur. Jetzt ist es vielleicht so, dass ihr nicht so richtiges Buntpapier oder so schön bunt gemustertes Papier zu Hause habt. Dann kann man es einfach auch mit einer alten Zeitung machen oder mit Werbungsprospekten. Ich habe das da schon ein bisschen begonnen. Man legt sich das dann mal alles hin. Da habe ich ein Bein. Also ihr seht, es ist wirklich nur, es wird nur gerissen. Und dann zusammengeklebt. In einem Prospekt oder in einer Zeitung muss man dann halt ein bisschen schauen, wo man buntes Papier findet, ist aber immer dabei. Und dann kann man sich hier zum Beispiel ein Osterei reißen. Sogar eines mit Herz. Man muss ein bisschen suchen und dann findet man bunte Farben. Dann alles einfach aufkleben. So, mit diesem Bild wünsche ich euch jetzt einmal schöne Osterferien und Michis Schulfernsehen gibt es nach den Ferien wieder.